Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge des Schalke Podcast. Folge 135 müsste es heute sein. Und es ist die erste Woche der Pflichtspielphase quasi. Die Vorbereitung neigt sich akribisch dem Ende entgegen. Und trotzdem wollen wir noch mal einmal über sie sprechen. Und das Ganze mache ich natürlich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe mir heute geballte Unterstützung hinzugezogen. Nämlich sitzt einmal neben mir mein Kollege Frank Kuschinski. Hallo, Glück auf, Frank. Glück auf, Tim. Hallo. Und er ist wieder da nach 3 Wochen Urlaub. Ja, René, hallo und Glück auf. Glück auf. Also da bin ich ja nicht so wirklich. Ne? Also ich bin da, aber nicht da. Ja, er ist digital zugeschaltet, aber er ist quasi, er spricht aber wieder. Ja. Ab nächste Woche dann auch wieder leibhaftig vor der Kamera. Ich habe ja gelesen, ein paar Kommentare. Erstmal Glückwunsch und Kompliment an euch. Ihr habt ja die 3 Wochen sehr gut gemacht, sehr gut gemeistert. Ich habe im Urlaub versucht, mal nichts mit Schalke zu tun haben zu wollen. Also es sollte alles weit weg sein. Ich brauchte mal Erholung, aber euch habe ich natürlich gehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke. Dankeschön. Ich würde behaupten, das Programm heute ist auch nicht zu knapp bemessen. Ne? Wir haben 2 Testspiele, über die wir sprechen können. Ja. Eins davon ein wenig kurioser in Anführungsstrichen als das andere, zumindest von externen Faktoren her, nicht vom spielerischen her. Natürlich das erste Spiel, was wir haben werden am Samstagabend. Zu Hause gegen Braunschweig, so herum. Und ja, auch ein paar personelle Dinge noch, ne? Ich weiß gar nicht, womit möchtest du denn anfangen, Frank? Ja, lass uns chronologisch vielleicht anfangen, dann mit dem vorletzten Test war es ja, der lange ja als letzter Test galt, aber dann hat Schalke ja noch dieses Spiel gegen Leeds United eingeschoben. Zunächst ging es aber gegen FC Twente Enschede, in Mahl wurde gespielt, am Badeweiher, ein ganz traditionsreiches Stadion. Oder jetzt heißt es Evonik Park, muss ich ja korrekterweise sagen. War eine schöne Atmosphäre, über rund 3000 Zuschauer, das Stadion war ausverkauft. Ein Negativpunkt waren allerdings die Bierpreise, die exorbitant hoch waren und die den Kollegen von der Bild-Zeitung natürlich veranlasst haben, darüber auch ein paar Zahlen zu verlieren, weil 0,25 Liter Bier kosteten über 4 Euro und das ist mehr als auf dem Oktoberfest und das hat natürlich bei einigen Fans nicht gerade für Hochstimmung gesorgt, aber so ist das nun manchmal mit der Preisgestaltung. Sportlich hat es auch irgendwie nicht so ganz für Höhepunkte gesorgt. Das Spiel, ja, wenn ein Spiel 0-0 ausgeht, ist es natürlich nicht so schön, aber man muss sagen, beide Mannschaften sind zu diesem Zeitpunkt ja noch voll in der Vorbereitungsphase gewesen, auch FC Twente. Die haben ja jetzt schon bald, die haben sich ja für die Champions League Qualifikation qualifiziert und hatten dann auch sehr viel Wert gelegt auf die konditionellen Grundlagen und sie haben auch sehr stark dann auch gewechselt im Gegensatz zu Schalke in der zweiten Halbzeit und man hat gemerkt, dass sie mit den Kräften auch ziemlich am Ende waren. Sie hatten einige gute Chancen, aber es fehlte dann die letzte Konzentration. Und bei Schalke war es ähnlich. Karel Geraerts hat uns ein bisschen überrascht. Wir hatten gedacht, dass er mit der Mannschaft schon auflaufen würde, die er auch gegen Braunschweig im Kopf hat. Aber das war mitnichten der Fall. Er hatte auch noch die Gelegenheit genutzt zu einigen Experimenten. Und von daher trennte man sich dann unentschieden 0-0. Und ja, das war ein Test nochmal, der dass die harte Vorbereitung ein wenig aufgelockert hat. Und Karel Geraerts hat sicherlich noch einige Erkenntnisse aus dieser Partie gewinnen können. René, du hast ja gesagt, du hast 3 Wochen lang versucht, Schalke auszublenden. Hast du es geschafft oder hast du doch dich erwischt, das eine oder andere mal reinzugucken? Also jetzt war gar keine Lüge, dass ich gesagt habe, ich habe euch tatsächlich gehört. Ich war zweimal mit dem Zug unterwegs, da habe ich den Podcast mir angemacht. Ansonsten habe ich es wirklich versucht auszublenden, was aber nicht möglich ist. Selbst wenn du dein privates Handy nutzt, du stößt ja immer auf Schalke. Und natürlich habe ich das dann auch irgendwie beiläufig gesehen und habe die Testspielergebnisse zumindest wahrgenommen, habe denen aber auch gar nicht so eine große Bedeutung beigemessen, weil ich ja weiß, Testspiele sind halt da, um
zu testen, ne? Und was dabei im Endeffekt rausspringt, der Frank weiß es, er hat noch viel länger Erfahrung als ich. So Vorbereitungsspiele, die können grandios laufen und du sagst, das wird die super Saison und dann ist Saisonstart und es passiert eher das Gegenteil, der Start ist mau oder misslingt. Und genauso gab es aber auch schon Fälle, wo die Vorbereitung einfach eine Katastrophe war, wo Schalke kein Spiel gewonnen hat oder nichts Zählbares zumindest herausgeholt hat und dann starten die gut und spielen eine gute Saison. Also da ist auch noch ganz viel Arbeit, glaube ich, vor denen. Wir haben das Transferfenster, was noch bis Ende August offen hat. Und wir wissen ja, dass mindestens noch zwei kommen sollen. Und wir wissen ja auch, dass noch mehrere gehen sollten, müssten, könnten. Ja. Das wäre natürlich auch sehr wichtig. Und darum kann man auch, selbst wenn das jetzt toll wäre oder auch schlecht wäre, kann man dem noch gar nicht so viel Bedeutung beimessen. Ich denke, die Testspiele waren für Schalke gut. Und hat auch heute Kenan Karaman gesagt, den hatten wir heute. Frank war ja auch beim Training Ja. im Interview und hat auch gesagt, das muss man ja auch mal so sehen. Erstens ist es eine Vorbereitung und zweitens, das waren ja schon Gegner, die Format haben. Ne? Auf Und jeden Fall, man vergisst ja immer, dass Schalke eben Zweitligist jetzt mittlerweile ist. genau. Und die letzten Gegner waren alle höherklassig und haben auch ganz andere Kaderwerte. Der Kollege Norbert Neubaum hatte ja mal sich angeguckt, Leeds United, der Gegner, gegen den Schalke dann noch kurzfristig gespielt hat, hatte einen Kaderwert von 122 Millionen Euro. Und Schalke hat aktuell 22 Millionen Euro. Das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das darf man bei diesen ganzen Vergleichen nicht vergessen. Genauso wie Twente, ich habe es ja gerade schon erwähnt, die haben die Qualifikation für die Champions League erreicht. Das sind dann eben schon Kaliber, die nicht eigentlich auf einer Stufe stehen mit dem FC Schalke 04. Und das sollte man immer berücksichtigen. Wenngleich jetzt, wenn man die letzten drei Spiele sieht, Schalke hat leider kein einziges Tor erzielt. Das stimmt dann eigentlich schon ein wieder ein bisschen nachdenklich, wenn man in den letzten drei Testspielen ohne eigenen Treffer geblieben ist. Aber tendenziell hast du völlig recht, René. Ich werte die Testspiele nicht über. Es zählt erst, was am Samstag ab 20:30 Uhr in der Veltins-Arena passiert. Jetzt haben wir ein paar Sachen, über die wir theoretisch jetzt anknüpfend reden könnten. Ich fand den Punkt mit dem Transferfenster ganz gut, weil da gab es ja ein wenig Verwirrung. Zumindest hast du mir gerade, als ich dich abgeholt habe hier unten, gesagt, ja, das ist alles irgendwie ein bisschen hochgebaut, das ist gar nicht so schlimm. Es geht um Derby John Merkin. Am besten kannst du, glaube ich, dann auch erklären, was da wie wo Phase ist. Ja, also was ich weiß, ist, dass er schon mit seiner Rolle ein bisschen unzufrieden ist, weil er spielt wohl nicht so gerne die Dreierkette. Das ist wohl Fakt. Aber die Richtlinien der Politik, sage ich mal, flapsig, bestimmt nun mal der Trainer. Und Karel Gerhards ist eben ein Verfechter der Dreierkette. Und dann muss sich auch ein Spieler daran halten. Und vor diesem Hintergrund, dass Mörkin eine gewisse Unzufriedenheit hat, gibt es jetzt schon seit Wochen Gerüchte, dass er den Verein wechseln möchte und dass ein heißer Interessent Holstein Kiel ist. Aber gestern wurde mir nochmal aus ganz sicherer Quelle mitgeteilt, dass Schalke entgegen anderen Berichten mit Kiel bisher sich überhaupt noch nicht an einen Tisch gesetzt hat und überhaupt nicht verhandelt hat bisher. Und von daher gehe ich eigentlich zu 90, 95% davon aus, dass Mörkin beim FC Schalke 04 bleibt. Die einzige Hintertür, die es bei dieser Geschichte gibt, ist finanzielle Natur. Wenn Holstein Kiel da das Angebot so aufstocken würde, dass Schalke sagt, das ist so viel Geld und wir sind ja nicht auf Rosen gebettet, dann entscheiden wir uns, Mörkin abzugeben. Aber das sehe ich bisher überhaupt nicht. Es gibt zwar jetzt ein Statement von dem Wählmann aus Kiel, dem Manager, der für Personalien zuständig ist. Und der hat aber das auch relativiert. Er hat Mörkin zwar gelobt, er sei ein guter Spieler, aber Kiel hätte auch andere Alternativen. Und das hört sich jetzt nicht so drauf an, dass sich die Störche unbedingt auf Mörkin fokussiert haben und dass sie den unbedingt haben wollen. Also mein Stand ist jetzt immer noch so, Mörkin wird am Samstag zum Kader der Schalker gehören, wenn es gegen Braunschweig geht. Ja, ich glaube, es wäre auch ziemlich bitter, wenn es nicht so wäre, weil ich ihn doch letzte Saison auch noch als einen der
stabilsten in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob ich hier auf Gegenrede stoße. Ich würde behaupten, nein, wahrscheinlich nicht. Und er hat auch noch einen Vertrag bis 2026. Also der Schalke ist ja in einer viel, viel besseren Verhandlungsposition. Und wenn sie sich jetzt doch entscheiden würden, Mörkin abzugeben, dann müssten sie ja auch sofort einen Nachfolger im Petto haben. Ich traue das zwar Wilmots und Ben Manga zu, dass sie für jeden Fall gerüstet sind und dann einen anderen Spieler vielleicht sofort verpflichten können. Aber der muss sich ja auch wieder integrieren. Und das würde natürlich auch ein erhebliches Risiko beinhalten. Und von daher glaube ich eigentlich nicht daran, dass Mörkin Schalke jetzt verlassen wird. Statt ja auch auf dem Training. Ja, mach. Ich wollte noch was sagen. Nein, ich wollte auch noch mal grätschen. Was ich so mitbekommen habe, ist ja, dass der Darijan Mörkin gesagt hat, er würde schon gerne in die Bundesliga wechseln. Dass dieser Wunsch, glaube ich, das ist richtig, ja. Hat wohl jeder Spieler. Ne? Also ja, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass einer sagt, ich spiele gerne in der zweiten Liga, außer vielleicht Simon Terodde, weil er weiß, da hat er immer getroffen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, habt ihr wirklich den Glauben daran, dass Holstein Kiel bei allem Respekt und aller Bewunderung für die Saison, die sie gespielt haben und auch einigen Spielern, die da spielen, weil da sind wir ja so ein bisschen schon befangen, dass die eine Chance haben, die Bundesliga zu halten? Und ist es dann ein Wunsch von einem Spieler vielleicht zu sagen, ich möchte Bundesliga spielen, aber die Möglichkeit ist sehr, sehr groß, dass ich vielleicht dann wieder absteige? Das kann ich mir einfach auch nicht vorstellen, dass das genau der letzte Wunsch eines Mörkin sein genau soll. Das sehe ich ja ganz genauso. Und jetzt auch, wie du gerade schon erwähnt hast, ohne jetzt Holstein Kiel nahe treten zu wollen, aber ich würde als Spieler lieber vor 60.000 in der Arena meine Heimspiele absolvieren, als vor 15.000 im Kieler Stadion. Das muss man ja auch nochmal sehen. Das ist ja eine ganz andere Atmosphäre und von der Motivationslage würde er sich ja da enorm verschlechtern. Ohne jetzt den Kieler Fans zu nahe treten zu wollen. Auch, ich war ja schon ein paar Mal da. Das ist auch eine sehr gute Atmosphäre. Aber die ist ja mitnichten zu vergleichen mit der Atmosphäre in der Veltins-Arena. Das wird ja auch finanziell. Aber vielleicht wird ja auch ein Paket geschnürt. Sorry, Tim. Alles sorry, gut. Ich hab die Zeit verletzt, ne? Vielleicht wird ja auch ein Paket geschnürt. Ne? Ein bisschen Geld. Mörkin geht nach Kiel. Dafür kommt Timo Becker und Steven Skripski. Könnte man auch mitleben, oder? Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz steile These, aber da habe ich jetzt nicht die geringsten Hinweise. Aber du hast natürlich zwei Spieler genannt, die natürlich ein Schalker Herz haben. Und von daher würde ich das jetzt nicht völlig ausschließen. Aber ich habe da keinerlei belastbare Hinweise, dass so ein Tausch über die Bühne gehen könnte. Wie gesagt, ich glaube, wenn wir schon über, wir wollen dem Verein Kiel nicht zu nahe treten, sprechen, wird es aber finanziell trotzdem auch ein Brett, das zu bezahlen, was man für einen Mörkin verlangen könnte. Ich sag bewusst könnte. Genau. Aber das wird finanziell, ist das ja auch eine gewisse Belastung, die da auf den Verein dazukommen würde. Apropos Belastung, es gab ja auch gestern und heute wieder Belastung, und zwar aktiv auf dem Trainingsgelände. Ihr wart beide, glaube ich, da, sowohl gestern als auch heute, wenn ich es richtig weiß. Ja, was habt ihr denn so für Erkenntnisse gewonnen? Sprecht euch ab, wer anfangen möchte. Ja, einerseits ist natürlich immer wieder erstaunlich, wie viele Zuschauer dann zu einem öffentlichen Training kommen. Es findet ja nur noch eins pro Woche statt, es sei denn, es gibt mal irgendwelche Besonderheiten. Und obwohl jetzt die Ferienzeit ist, waren jetzt wieder rund 800 Fans auf dem Vereinsanlage. Obwohl auch das Wetter natürlich eher zu einem Besuch in der Badeanstalt animieren hätte können. Aber so ist das nun mal. Und René hat ja auch, glaube ich, eine Umfrage gemacht und die Stimmung war eigentlich recht positiv. Die Leute sind jetzt zwar nicht nach meiner Kenntnis jetzt super euphorisch, aber sie gehen doch mit einer gewissen Zuversicht in die Saison und hoffen und wünschen sich, dass die kommende Spielzeit viel, viel besser ausgeht und verlaufen wird, als es die letzte getan hat. Oder sehe ich das falsch, René? Nee, absolut. Also die Umfrage, die ich gemacht habe unter den Fans, war eigentlich schon ähnlich der, die ich zu Saisonbeginn, Trainingsauftaktbeginn gemacht habe. Da waren die nicht zu euphorisch, aber auch keine Spur von Pessimismus. Jetzt die Vorbereitung, die war ja, also größtenteils waren alle sehr euphorisch, wenn was getan wurde. Und Ben Manga hat ja schon einen gewissen Kultstatus erreicht. Ja. Da muss man tatsächlich aber auch erstmal abwarten. Aber wenn ich das in Statistik mal ausdrücken müsste, ich sag mal so, 20% der Befragten sagen, die wollen direkt aufsteigen.
Wünschen tun sie es alle, natürlich, dass es irgendwie eine Überraschung gelingt, aber sie sind alle doch schon sehr realistisch und sagen, das wird wohl eher eine Saison, eine Übergangssaison, wo man sich aufbauen kann, wo man auch mit Platz 8 sehr zufrieden wäre. Das, was natürlich keiner möchte, das wollen wir sicherlich auch nicht, schon alleine, weil es arbeitstechnisch einfach viel zu anstrengend ist, wenn du die Saison wieder um den Klassenerhalt spielen musst, wenn quasi Zukunftsängste auf allen Ebenen herrschen, ne? Im Verein, auch bei uns, Frank, sind wir mal ehrlich, ne? Man weiß ja nicht, wenn Schalke in die dritte Liga absteigen würde, wie entwickelt sich unser Berufsleben? Das muss man auch mal beachten, ne? Also diese Angst möchte ich auch nicht nochmal haben und das hoffe ich einfach, dass die meisten Fans, mit denen ich da gestern gesprochen habe, einfach recht behalten und möglicherweise dann auch von einer Überraschung sprechen. Ich habe ja irgendwie noch im Ohr, Tim, du bist ja voll euphorisch, du glaubst also, dass da ordentlich abgeht und dass Schalke auch irgendwie den Aufstieg schafft, ne? So habe ich es nicht formuliert. Ich habe gesagt, ich wäre sehr zufrieden, wenn wir so obere Platz bis so 6 wäre so ganz, Ja, aber glaube ich, wäre für ein natürlich auch Übergangsjahr bitter, schön. wenn du Vierter oder sowas wirst oder Sechster mit 2, 3 Punkten Abstand zu den Aufstiegsplätzen. Da ärgerst du dich natürlich dann auch. Dann den Anspruch hast du natürlich dann schon voll anzugreifen. Ich habe auch mit einem prominenten Spieler gesprochen, der sich tatsächlich, ich möchte und darf keinen Namen nennen, der sich zu einem Tipp hat hinreißen lassen. Also er sagt auch, alles andere, es wäre eine Überraschung, aber die sind sich schon relativ sicher, dass sie so um den Platz 8, das könnte er auch bestätigen, so was die Fans gesagt haben. Und damit wären die, glaube ich, auch zufrieden. Darf man das sagen, Frank? Also wenn die damit zufrieden wären, wäre es wahrscheinlich auch falsch. Ja, aber ich finde es Aber bemerkenswert, ja. wenn dieser Realismus, den du jetzt geschildert hast, wenn das jetzt die Mehrheitsmeinung wäre, dann wäre für Schalke auch schon viel gewonnen. Denn dann würden ja Absolut. auch die Entscheidungsträger ein bisschen Vertrauensvorschuss bekommen und man würde sie in Ruhe arbeiten lassen, wenn es so wäre. Aber wie gesagt, die Probe auf Exempel steht ja noch aus. Und man muss dann mal sehen, wenn die ersten Spiele nicht so laufen oder wenn im Laufe der Saison mal eine schwierige Phase ist, ob die Fans dann wirklich so ruhig bleiben und weiter Realismus predigen oder ob dann nicht doch sofort Unruhe aufkommt. Das ist natürlich dann interessanter Gesichtspunkt, den muss man dann im Auge behalten. Es hat so ein bisschen was von diesem Demut, ne, über den wir viel gesprochen haben in den letzten 3 Wochen, sodass man das Gefühl hat, es könnte Demut eingezogen sein, aber keiner weiß so wirklich, bis zu welchem Punkt geht der schon. Also ab wann bricht es wieder weg und man Also kommt ich in. glaube, am wichtigsten ist, dass die Fans müssen das Gefühl haben, dass die Mannschaft in jedem Spiel 90 Minuten alles raushaut, kämpferisch. Wenn dann spielerisch mal etwas daneben geht, glaube ich, dass sie dann bereit sind, das auch zu verzeihen. Aber sie müssen eben das Gefühl haben, dass alle Spieler alles geben. Wenn sie das haben, dann ist schon mal viel gewonnen. Das hat sich irgendwie letzte Saison auch so ein bisschen eingebürgert Richtung Ende, war zumindest so mein Bauchgefühl, dass wenn man der Mannschaft nachsagen konnte, sie haben zumindest alles versucht und es saß halt nicht mehr drin, dass man dann quasi trotzdem irgendwo, was heißt zufrieden, aber man hat eher, man war eher bereit, das Ganze zu verzeihen. So, das ist wahrscheinlich das beste Wort dafür. Ja, großartig verzeihen konnte die Leistung am vergangenen Samstag irgendwie keiner. Weil es war ja keiner da, außer so ein paar Journalisten und Ja, die es war beiden jetzt, Mannschaften. ja, das war sehr kurios. Wir hatten jetzt schon ziemlich früh davon erfahren, aber Schalke hatte uns dann gebeten, das geheim zu halten, auch aus Sicherheitsgründen. Und Leeds hatte auch darum gebeten. Und von daher war dieses Spiel dann, das in Hamm-Rhünern stattgefunden hat gegen Leeds United, war dann nochmal ein Test für Schalke. Schalke hat sich dann auf diese Bedingungen eben eingelassen, dass eben keine Zuschauer da sein sollten, noch nicht mal Fotografen. Und der Kollege Neubaum war ja vor Ort und er hat mir dann berichtet, dass, glaube ich, nur 5 Journalisten dann anwesend waren. Alles ein bisschen sehr skurril. Aber Schalke hat sich gesagt, Leeds United ist eben so ein Traditionsgegner und ein Gegner mit viel Potenzial. Gegen den möchten wir gerne noch mal testen. Das kann man nachvollziehen. Und von daher wurde dann gespielt ohne Zuschauer. Schalke hat 2:0 verloren. Norbert hat mir berichtet, dass die erste Halbzeit noch ganz ordentlich gewesen sei, aber dass dann in der zweiten Halbzeit
doch Leeds mehr und mehr das Kommando übernommen habe und auch dann verdient gewonnen hat. Bemerkenswert war in diesem Spiel, dass eben Karel Gerrards diesmal überhaupt nicht gewechselt hat, sondern seine Anfangsformation hat durchspielen lassen. Und es war wohl auch die Elf, obwohl der Trainer das nachher ein bisschen in Abrede gestellt hat. Aber das machen Profitrainer immer. Er hat dann so den Eindruck versucht zu erwecken, dass noch nicht alles klar sei, wer wo spielt. Aber in großen Teilen kann man schon davon ausgehen, dass die Mannschaft, die gegen Leeds angefangen hat, auch die Mannschaft sein wird, die gegen Braunschweig anfängt. Was ja dann eine Doppelspitze bedeuten würde, weil Genau. man mit Karaman und Silla Genau. vorne drin gestartet hat. Genau. Durchaus was man durchaus probieren könnte, definitiv. Ja, also ich bin auch dafür, muss ich sagen. Also wenn man jetzt alles so durchspielen würde, was noch ginge, und ich habe ja jetzt die meisten Testspiele gesehen, würde ich schon sagen, ich würde auch vorne mit Karaman und Silla spielen, weil wenn jetzt Silla beispielsweise alleine eine Spitze bilden würde oder auf rechts außen gezogen würde, da ist er in meinen Augen verschenkt. Er ist ein Strafraumspieler. Und er hat ja auch schon bewiesen, dass er mit Karaman gut harmoniert. Und von daher würde ich mit einer Doppelspitze favorisieren. Es gibt dann natürlich das Problem, dass dann im Mittelfeld leider dann noch so ein kreativer Kopf fehlt. Schalke sucht ja da noch einen Mittelfeldspieler. Armin Younes könnte es sein, aber wir haben ja letzte Woche schon thematisiert, dass er jetzt aus Verletzungsgründen 2 Wochen raus ist. Und von daher muss man dann im Mittelfeld natürlich sehen, wer dann Karaman und Süller in Szene setzen kann. Seguin hat bewiesen in den ersten Testspielen, dass er das durchaus könnte. Aber jetzt in den letzten Freundschaftsspielen hat er mich jetzt auch nicht mehr so überzeugt. Man muss dann mal abwarten, wie das dann aussieht. Bisschen überraschend, vielleicht, dass erstaunlich häufig Jannik Bachmann auf dem Platz stand. Also zumindest, wenn man so sich die Fan-Meinungen oder die Fan-Kommentare nach der Transfervorstellung gelesen hat, wo da doch oft irgendwie was kam von wegen, ja, gut für die Bank, ganz guter Rollenspieler, kann man in der 80. Mal einwechseln, dann Ja, hält ich er hier 10 glaube, Minuten den Laden dicht. aber ich glaube, das sieht Karel Gerrards ganz anders. Denn eigentlich Bachmann spielt immer. Der scheint mir auch bei ihm gesetzt zu sein. Er hat zwar jetzt seine Stärken mehr im Zweikampfverhalten und nicht so sehr in Flanken und tiefen Läufen, aber Karel Gerrards scheint so viel von ihm zu halten, dass ich eigentlich schon ganz fest davon überzeugt bin, dass er auch gegen Braunschweig in der Startelf sein wird. Nur du hast dann natürlich im Mittelfeld eben mit Seguin, Bachmann und Schallenberg dann 3 Spieler, die dann eher ihre Stärken dann haben, sage ich mal, gegen den Ball und nicht so sehr in Sachen Kreativität. Und das könnte eventuell gerade gegen Gegner, die tief stehen, Braunschweig ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass sie in der Arena jetzt ein Offensivfeuerwerk abbrennen, sondern die werden natürlich auch erstmal abwarten spielen und dann wird sich zeigen, ob Schalke da Lösungen finden kann. Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade beim Training waren. Mir ist gestern noch eine Frage gekommen, als ich dein Trainingsupdate gesehen habe, René. Und zwar, das habe ich auch in einem Kommentar gelesen, daher kam die Frage, fand ich nämlich gut. Hat jemand gefragt, ja, und Baumgartel, weil man in einem Bild von dir sah man Baumgartel und Drexler irgendwo mitten auf dem Platz rumtouren, aber es sah Ja. jetzt auch nicht so auf, als wäre es irgendwie noch das Warmmachen oder so gewesen. Und irgendjemand schrieb, Ja, doch. glaube ich, so Ja, doch. sinngemäß, warum sitzen die beiden, warum tun die da noch mittendrin rum und darüber redet er kein Wort. Ja, also tatsächlich habe ich dieses Schnittbild auch gesehen und habe gedacht, eigentlich hätte das kommentieren müssen, aber es ist schon so viel gesagt worden und da hat sich auch nichts verändert und da wird sich wahrscheinlich auch erstmal in naher Zukunft nichts verändern, wenn die beiden im Verein bleiben oder es keinen Verein gibt, der die beiden aufnimmt oder einen davon, wird es so bleiben, dass die Spieler separat rauskommen. Meistens sind die dann ein bisschen früher da als die Mannschaft, weil die halt nicht mit in den Trainingsraum gehen, weil die halt nicht mit in der Kabine sind, um sich vorher fertig zu machen. Die kommen dann dahin, begrüßen schon mal die Trainer und Staff, die halt schon vorher auf dem Platz sind und vorbereitet haben. Dann warten die auf die Spieler und dann wird es ja meistens kurz warm gemacht, Zirkeltraining, da machen die mit und dann verschwinden die wieder. Das waren tatsächlich Bilder,
vom quasi Anfang des Trainings. Und darum waren die beiden da auch noch mit dabei. Aber das erledigt sich nach dem Zirkeltraining tatsächlich. Dann sind die auf einem anderen Platz und spielen dann sich die Bälle hin und her. Das Ich ist natürlich glaube, kein richtiges Training für Profis, ne, was sie da nein, nein, absolvieren. aber ich glaube, das hat auch so sportrechtliche Gründe. Also Schalke muss ja zumindest so tun, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass Genau. die beiden zum Kader gehören. Also Schalke kann jetzt nicht sagen, ihr trainiert keine Sekunde mehr mit dem Kader. Dann könnte ein Jurist kommen und das einklagen oder dann würde Schalke da noch rechtlich belangt. Und deshalb müssen Drexler und Baumgartl zumindest gewisse Teile mit der Mannschaft absolvieren, bevor sie dann eben Einzeltraining machen. Und ja, so ist das gehandelt. Und meine Informationen sind mit Renés deckungsgleich. Also was ich gehört habe, wollen Baumgartl und Drexler weiterhin, machen also keine Anstalten, jetzt Schalke zu verlassen oder sich jetzt intensiv darum zu bemühen, einen anderen Verein zu finden, sondern sie wollen das alles wohl noch ein bisschen aussitzen und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und so ist der Status quo. Ist natürlich keine gute Geschichte, weil dieses Thema immer wieder aufflackert. Und aber Schalke war bisher nicht in der Lage, obwohl Karel Gerards auch mehrfach in der Öffentlichkeit auch gesagt hat, wir müssen dafür Lösungen finden. Das hat bisher leider nicht geklappt, genauso wie bei den Spielern. Die Schalke ja eigentlich an andere Vereine abgeben will, auch da tut sich eigentlich sehr, sehr wenig. Da wird sich auch nichts tun. Entschuldigung, Alles Tim, gut. aber da wird sich tatsächlich auch nichts tun, weil das ist einfach viel zu spät. Der Zeitpunkt ist einfach schon längst überschritten, wo die beiden hätten irgendwo quasi wechseln können. Ich gehe davon aus, dass beide auch einen gewissen Anspruch noch haben und sicherlich nicht irgendwo zu einem Verein wechseln, der vielleicht in der dritten Liga spielt oder vielleicht ums Überleben in der zweiten Liga kämpft. Das kann ich mir auch vorstellen. Und das nächste Problem ist ja jetzt, die Vorbereitung ist ja jetzt schon wirklich ein paar Wochen. Und die trainieren ja nicht so richtig mit. Also die machen Laufeinheiten, die spielen sich da Bälle entgegen, die sind mit dem Konditionstrainer natürlich unterwegs. Aber sobald die jetzt zu einem Verein wechseln würden, kannst du dir erstmal mehrere Wochen nicht einwechseln, weil die Verletzungsgefahr ja wahrscheinlich auch viel zu groß wäre. Ja, die haben keine Die sind ja gar nicht. Wettkampfpraxis. Die haben keine Genau, die haben Wettkampfpraxis. keine Genau. Ja. Wettkampfpraxis, aber auch. Ich würde mal sagen, sie sind verletzungsanfälliger, weil die Muskulaturteile im Körper, die halt täglich trainiert werden müssen, am Ball und was weiß ich was, die sind einfach nicht vorhanden. Und gerade bei einem Spieler wie Dominik Drexler, der, glaube 34 ist er, da ist es ja, der ist ja sowieso verletzungsanfällig. Genau. Das wäre, kein Verein würde den quasi jetzt nehmen. Darum werden wir uns damit anfreunden müssen, dass zumindest Dominik Drexler den Vertrag, den er jetzt hier noch hat, ein Jahr einfach hier auf Schalke ist. Ja, ist eine schlechte Situation, richtig. Wobei vielleicht verliert ja Drexler irgendwann die Nerven und sagt, komm, ich komme dem Verein entgegen, dann mache ich was anderes oder was. Er will ja auch Trainer werden oder so mit dem Trainerschein. Aber Hat er die. schon irgendwie erste wohl absolviert, glaube Genau, ich, auch gehört, ja. ja. Und von daher ist aber sehr, sehr schwierig. Bei Baumgartl sehe ich es noch schlimmer, weil der ist ja noch ein paar Jahre jünger, ich glaube 28. Und der ist ja natürlich noch im besten Fußballalter. Und er nimmt natürlich dann das Risiko in Kauf. Wenn du jetzt sagst, ich sitze hier meinen Vertrag auf Schalke ab, ob du dann nochmal einen neuen Verein kriegst, das ist ja sehr, sehr Schwierig. fraglich. Und in dem Alter dann, aber wie gesagt, da spielen ja auch die Berater eine Rolle, die werden ihn auch noch natürlich dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise beeinflussen. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Lass uns zu jemandem kommen, bei dem es vielleicht diese Vorbereitung eine Art zweite Welle oder zweite Hoffnung ausgespült hat. Oder man könnte es zumindest meinen, so will ich es auf jeden Fall ausdrücken. Tobias Mohr spielte erstaunlich oft. Henk Matriciani spielte erstaunlich oft. Haben die jetzt irgendwie eine zweite Chance bekommen? Haben die sich so positiv gezeigt, dass man sagen kann, okay, wir probieren es trotzdem nochmal? Also bei Mohr muss ich sagen, da bin ich hin und her gerissen. Einerseits muss man wirklich loben. Ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen nach dem Spiel gegen Twente in Mal. Und er sagte mir schon, er musste wirklich tief schlucken, als Schalke ihm gesagt hat, sie planen nicht mehr mit ihm. Das hätte er noch nie bei einem Verein erlebt. Und er war geschockt. Aber dann, und das muss man ihm hoch anrechnen, hat er ihm gesagt, ich werfe jetzt die Flinte nicht ins Korn, ich engagiere mich weiter.
Und wenn man die Trainingseinheiten gesehen hat, er hat sich in jedem Training wirklich reingehauen, hat sich nie hängen lassen und hat alles gegeben. Jetzt kommt aber das große Aber. Wenn man dann die Testspiele gesehen hat, dann hat er in jedem Spiel der letzte Pass oder wenn er die Chance hatte, ein Tor zu erzielen, auch jetzt gegen Twente, er hat es nicht geschafft. Dann ist der Ball drüber gegangen in aussichtsreicher Position. Dann hat er den Torwart angeschossen, also fast schon tragisch. Und ein Spieler wird ja auch daran gemessen, ob es ihm mal gelingt, gute Flanken zu schlagen, ob ihm mal ein Tor gelingt. Und da muss man knallhart sagen, da hat er eigentlich versagt. Also, und von daher, ja, was willst du dann sagen? Ein Spieler gibt immer vollen Einsatz, aber das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für einen Profi. Andererseits eben bei dem letzten Pass oder wenn ihm ein Tor gelingen sollte, da scheitert er immer. Und von daher ist es für Schalke da ganz schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Er hat sich aber auch sehr, sehr zurückgehalten. Wir haben mehrfach dann insistiert und gefragt, ob er andere Angebote hat oder ob es schon mal Verhandlungen gab. Aber Tobi Mohr hat das dann immer sofort abgewiegelt und hat gesagt, darüber redet er nicht. Und insofern, ja, ist da noch keine Entscheidung gefallen. Wie gesagt, zweiter Spieler, bei dem es mir aufgefallen ist, dass es erstaunlich oft auf dem Platz war, ist Henning Matriciani. Ja, wobei da Matriciani würde ich nicht auf einer Ebene Nein, das meinte ich ansiedeln, nicht. wie Tobias Mohr, weil er gibt auch immer alles, aber Matriciani hat dagegen weniger überzeugt in den Spielen. Und von daher würde ich seine Chancen, dass er bei Schalke noch bleiben darf, noch als geringer einstufen. Glaubst du, bei ihm war es dann wirklich eher so ein bisschen, wir versuchen ihn in den Schaukasten zu stellen, vielleicht für andere? Genau, Ja, okay. das ist ja auch eine Philosophie, das muss ja eine Philosophie von Schalke sein, dass diese Spieler auch dann eine neuere Herausforderung finden, denn man darf nicht vergessen, wenn man sich die Homepage anschaut, dann gibt die ja zurzeit eigentlich ein trügerisches Bild dar. Wenn man alle Spieler mal durchzählt, hat Schalke aktuell 36 Spieler im Kader. Aber wenn man jetzt die abzieht, die Schalke nicht mehr haben will, die suspendiert sind und dann noch die Jugendspieler, die ja eigentlich noch nicht diese Rolle spielen können, dann kommt man nur noch auf 17, 18 Leute, ne? Und von daher ist dann der Kader schon wieder relativ dünn. Und deshalb will Schalke ja auch noch was tun. Aber ihnen sind dann auch in gewisser Weise die Hände gebunden, weil sie ja auf der Abgabenseite noch keinerlei Erfolge erzielen konnten. Große Frage dürfte da vor allen Dingen auch an den Staff gehen, die ja auch sich ein wenig, ja, was heißt, also so ein bisschen aufgeteilt haben. Jetzt, das haben ja am vergangenen Samstag beim Auftakt der U23 ein paar aus der eigentlichen Profikader mitgespielt. Genau. Und René hat es, glaube ich, gestern in seinem Trainingsupdate gesagt, es soll ja auch immer jemand vom Staff, nämlich explizit Sydney Sam, dann ja auch sich diese Spiele angucken, um dann quasi Bericht abzugeben an den Rest des Staffs, wer sich da gut entwickelt und wer nicht, Ja, ist genau. vielleicht auch eine ganz gute Alternative. Wenn du jetzt sagst, du hast Spieler, okay, da denkst du dir, die könnten im Laufe des Jahres den Sprung schaffen in die Profimannschaft und du willst sie nicht verleihen. Das wäre ja eigentlich eine ganz gute Ja, Zwischenlösung, und aber das es kannst du auch nicht mit allen machen, oder? nein, und es ist aber auch, ist ja auch eine Motivationsgeschichte. Wenn du wirklich das so machst, wie Schalke es sagt, nach außen hin, dass sie dann jede Woche neu beratschlagen, wer hat jetzt gute Trainingsleistung gebracht bei der U23 und wer hat bei den Spielen überzeugt und dass du dann immer wieder Leute dann hochziehst in den Profikader, das ist ja eine gute Motivationshilfe auch. Also es gibt nur einen Spieler, der jetzt erstmal fest in der U23 bleiben soll, das ist der Bartel, weil sie den noch nicht so für so fit halten, dass er für die Profis in Frage kommen könnte und weil er eben Verteidiger ist und da sieht sich Schalke aktuell so gut aufgestellt, dass er da jetzt zurzeit aufgrund des Konkurrenzkampfes wenige Chancen hat, aber alle anderen sollen eben immer Woche für Woche auf Herz und Nieren geprüft werden, ob sie für den Profikader dann in Frage kommen. Was hältst du von dem Modell, René? Viele junge Spieler einsetzt in der Regionalliga, hast einen Trainer dabei, der sich das anguckt, der dann Rapport abgibt nach oben. Ist das ein Ja, erstmal Modell? müssen wir sowieso sagen, dass die Knappenschmiede ja sowieso einen guten Ruf hat und alles, was da schon herausgewachsen ist, und viele, die da herausgewachsen sind, sind ja sehr erfolgreich geworden. Also ich finde,
Auch dass Ben Manga sich da oder auch dass zum Beispiel Sydney Sam dafür abberufen wurde, immer ein Auge auf die jungen Spieler zu haben, abberufen wird und das alles. Ich finde das schon gut, dass sie das jetzt so machen und beides im Blick haben. Wir hatten ja auch schon, das ist ja noch gar nicht so lange her, in der vergangenen Saison gab es ja irgendwie gefühlt Funkstille zwischen U19 und U23. Frank, Ja, ist korrigiere richtig. mich, wenn ich das, ne? Aber da waren ja viele Meldungen, die gesagt haben, da findet überhaupt kein Austausch statt. Ich glaube, das hat sich jetzt verändert und wurde auch deutlich und offen kommuniziert, dass sie das jetzt auch so haben und machen wollen. Und ja, Ja. kann ja nur positiv sein, ist ganz ehrlich. Und ich glaube, die U23, die Jungspieler, die Jungprofis, wenn die in der U23 jetzt aushelfen, das sind auch attraktive Gegner. Die neue Liga, die da geschaffen worden ist, muss man mal abwarten. Aber die sind ja froh, wenn sie spielen können. Und die sind dann, glaube ich, erst recht froh, wenn dann Karel Gerhard sagt: So, Jung, nächste Woche bist du im Aufgebot. Genau. Das ist, glaube ich, Motivation genug. Genau. Ich Ja, glaube ja. nur, du hast gerade ein, zwei Sachen vertauscht. Die U19 spielt in dieser neuen Liga, die U23, das ist weiterhin Regionalliga Ja, West, ich wo habe sie das nicht jetzt drin blöd spielt. zusammengefasst. Ja, Ja, ja. ja. Aber es ist tatsächlich so, dass die U19, ja, da muss man erst mal abwarten, wie sich das gestaltet. U23 ist ja schon gut gestartet. Hatten 2:0, glaube ich, gegen Reda Wiedenbrück gewonnen. Also, ja, Ja, das auf ist jeden gut. Fall. Und letztes Jahr muss man ja mit der U23 sehr zufrieden sein. Die haben ja einen einstelligen Tabellenplatz belegt. Und das war ganz in Ordnung. Und ja, auch in der Regionalliga wird sehr, sehr guter Fußball gespielt. Und wenn man da Spielpraxis sammelt, kann das nur förderlich sein für jeden Einzelnen. Das ist richtig. Definitiv. Und es kann ja auch, wie gesagt, ein Modell sein. Ich meine, es wird nicht für alle gelten können, dieses Modell. Dafür sind es dann doch ein paar zu viele junge Spieler, glaube ich, um das mit jedem dauerhaft über eine Saison zu machen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall was, was man mit Spielern, wo man glaubt, dass man quasi einen Moment Zeit hat, beziehungsweise wo man quasi einen Moment sich denkt, ja, die könnten den Sprung im Laufe des Jahres packen. Dass man das mit denen so handhabt, weil man dann sie zumindest direkt im Verein hat und dementsprechend auch direkt anbinden kann an die Profimannschaft. Ja. Das war der jetzt am vergangenen Wochenende unter anderem Peter Remmer, Taylan Bulut. Ja, fünf Stück und stand in der Startformation und der sechste war Grüger, der war auch noch im Kader. Also insgesamt waren da sechs Spieler, die in der U23 dann gespielt haben, das ist richtig. Ne? Wie gesagt, breite Masse ja durchaus auch und Ist kann richtig. man ja Ja, auch dann gerade auf Positionen, wo man vielleicht nicht ganz so stark besetzt ist, dann nochmal ja. clever, wenn man dann da jemanden in der Hinterhand Noch wieder ein hat. Wort jetzt zu den Spielern, die auch jetzt noch im Kader stehen, die man eigentlich gerne in Anführungsstrichen loshaben möchte. Da gibt es auch noch einen Sonderfall, der natürlich jetzt auch immer mehr Probleme bereitet. Das ist Lino Tempelmann. Da waren ja auch jetzt viele einfach überrascht, als es beim Saisonstart hieß, wir planen nicht mehr mit ihm und er soll sich einen neuen Verein suchen. Und das Ganze wird jetzt natürlich noch durch seine Knieprobleme erschwert. Er hat wohl immer noch Knieprobleme und da hat jetzt Schalke kommuniziert in den letzten Tagen, dass er seine Reha in München macht. Das hat Schalke ihm genehmigt. Er ist ja gebürtiger Münchner, aber das ist natürlich auch hochproblematisch. Also diese Kniegeschichte scheint wirklich ernsterer Natur zu sein, weil die ja jetzt schon monatelang aufgetreten ist. Und das erhöht natürlich nicht die Chancen, dass Lino Tempelmann jetzt kurzfristig Schalke verlässt, weil wer holt einen Spieler, der jetzt nicht völlig fit ist? Ich weiß natürlich nicht, was er jetzt in der Reha genau macht, aber er wird ja noch nicht fußballspezifisch trainieren können. Und das ist für Schalke natürlich keine gute Nachricht. Es wird interessant auf jeden Fall. Das ist einer Ja. dieser Personalien, wo man sich dann wahrscheinlich nach Ende des Transferfensters denkt, ja, hast jetzt irgendwie bis Winter wahrscheinlich noch weiterhin Ja, das Problem mit das oder die droht. Baustelle, Das soll, die so man hat. eine Konstellation droht jetzt auf jeden Fall. Ja. Ne? Dritter Verletzter, oder ja, doch, im Endeffekt ist er verletzt angeschlagen, Brian Lassme. Der soll ja erstmal nicht weg. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen damit, aber Ja, der fällt ja jetzt auch erstmal mindestens 2 Wochen aus. Da muss man auch schauen, wie schnell. und bei ihm kommt ja noch erschwerend dazu. Davor hatte er eine andere Verletzung gehabt. Er hatte jetzt eine Innenbandverletzung, aber am ersten Tag des Trainingslagers hat er Oberschenkelprobleme gehabt und die Zeit musst du ja doch dazu rechnen. Also er hat praktisch überhaupt keine Vorbereitung gehabt, keine kontinuierliche.
Und da, selbst wenn er jetzt, wenn er jetzt im Zeitplan bleibt und nächste Woche wieder anfängt mit dem Training, hat er ja jetzt praktisch 4, 5 Wochen kein kontinuierliches Mannschaftstraining gehabt. Und das wirft ihn natürlich auch weit zurück. Und deshalb gehe ich davon aus, frühestens davon aus, dass er dann im September erst wieder richtig zur Verfügung steht. Und das ist natürlich auch ein Nachteil. Bei wem ich sehr gespannt bin, wie er quasi aus seiner etwas anderen Vorbereitung, nenne ich es jetzt mal, zurückkommt, ist Ibrahima Cissé. Er ist ja aktuell in Paris Ja, im Einsatz. Erstes genau. Spiel hat er auf der Bank gesessen, 90 Minuten. Zweites Spiel hat er dann auch gespielt. Ich glaube, 1 zu 0 Haben hat sie man verloren, verloren. ja, leider. Jetzt Gegen spielen sie gegen Paraguay, jetzt das entscheidende Spiel, da müssen sie gewinnen. Da habe ich mich heute auch mal erkundigt, wie da der Stand ist. Also wenn er ausscheiden würde, dann würde man erstmal seinen körperlichen Zustand sich angucken bei Schalke, aber da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass er noch 1, 2 Wochen mindestens erstmal Urlaub bekommt. Und von daher, so kurzfristig kann man mit ihm auch nicht planen. Oder du musst sagen, wenn der Spieler jetzt unbedingt will und sagt, ich brauche keine Pause, dass er dann vielleicht sofort integriert wird. Aber dann musst du natürlich beim Training ganz vorsichtig sein, weil irgendwann braucht mal so ein Spieler so eine Pause. Er hat sich ja vorher auf dieses olympische Turnier mit Mali vorbereitet. Und dann wächst natürlich die Verletzungsgefahr, wenn der Spieler jetzt unbedingt sagt, ich will aber sofort weiterspielen, dass dann vielleicht im Spätherbst auf einmal irgendeine Verletzung auftritt. vor allen Dingen gerade, er könnte wichtig werden, wenn manche Positionen in der Innenverteidigung auch nicht Genau. so funktionieren, wie Genau. man sich das gerne Genau. erwünscht hätte oder wünschen würde. Richtig. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wenn man in so einen Verbund geht, wie man ihn gegen Leeds spielen lassen hat, mit Kallas, Kaminski und Mörken hinten drin, wie sich ein Kaminski zum einen von den Fans, wie er empfangen, also was heißt empfangen, ich denke mal schon, dass er wahrscheinlich mit Applaus empfangen wird, aber wie er dann nach dem Spiel gesehen wird, je Ja, nachdem, wie das Spiel lief. er muss natürlich sehr, sehr viel Kritik einstecken. Vor allen Dingen in puncto Schnelligkeit werden ihm Vorwürfe gemacht, dass er jetzt einfach zu langsam sei, weil er jetzt auch die 30 überschritten hat. Aber auch hier glaube ich, Karel Gerrard hält große Stücke auf ihn. Es wurde ja schon ein Abgesang auf Kaminski geschrieben, weil er aus dem Mannschaftsrat geflogen ist. Aber Karel Gerrard hat gegenüber uns betont, dass er mit ihm darüber gesprochen hat, ihm das alles erklärt hat, damit er nicht zurückbleibt zwischen Trainer und Spieler. Und jetzt zeigen ja eigentlich die Einsatzzeiten, die Gerrard ihm gewährt, dass er auch weiter auf Kaminski setzt. Und von daher habe ich jetzt noch keinerlei Anzeichen dafür gewonnen, dass Kaminski jetzt plötzlich auf der Bank sitzt. Also ich glaube auch eher, dass er dann tatsächlich gegen Eintracht Braunschweig beginnen wird. Es hätte ja die Alternative bestanden, dass Schallenberg zurück in die Innenverteidigung beordert wird. Aber in den Testspielen ist das ja nur ganz, ganz wenig passiert. Und das deutet dann eher darauf hin, dass Gerards Schallenberg doch eher im Mittelfeld sieht. Felipe Sanchez wäre auch noch gegangen, aber er ist natürlich auch noch sehr jung und natürlich auch recht neu noch im Team. Aber es Genau. wäre jetzt noch eine weitere mögliche Ja. Alternative. Wobei ihn sehe ich schon langfristig als ernsthaften Kandidaten auch für die Startelf an. Also mir gefällt er gar nicht schlecht, was ich bisher im Training gesehen habe. Er strahlt schon eine gewisse Ballsicherheit aus und bei dem Spiel gegen Twente, selbst als er da unter Druck gesetzt wurde, als er früh angelaufen wurde von den gegnerischen Stürmern, hat er die Nerven behalten und hat die Bälle nicht planlos nach vorne geschlagen. Und sowas will ja Karel Gerrard sehen. Und von daher glaube ich, dass Sanchez perspektivisch dann durchaus Chancen hat, schnell auch in den Kader zu kommen. Jetzt kann man einen guten Querverweis machen auf, ich will jetzt mal eine Miniserie, die ihr jetzt gestartet habt, in Textform machen. Nämlich habt ihr ja gestern, kam ja der erste davon, der sich auch rein zufällig gerade noch um die Abwehr Genau. gedreht hat. Aber wir können ja erstmal, bevor wir beide, die ja anscheinend ein wenig mehr der Vorbereitung gesehen haben, wir können ja nochmal René ins Boot holen. So, du hast ja gesagt, du hast so ein bisschen was verfolgt, aber du hast ja wahrscheinlich dir auch mal ein paar Tage gedacht, ja, ich gucke jetzt nicht mehr ganz so viel. Was siehst du denn? Was könnte denn für dich hinten eine mögliche Konstellation sein, die wir am Samstag erwarten können? Tatsächlich? Nö, kann ich hier nicht sagen. Also könnte ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich habe auch im Training nicht, also heute haben sie ja das ganze Training lang ein Spiel auf einem kleinen Feld gemacht. Ja. Ich kann dir nicht sagen, was
Ich kann dir sagen, was ich mir vielleicht wünschen würde, aber selbst das wüsste ich nicht, weil ich selber noch nicht weiß, ist eine Dreierkette gut, ist die Fünferkette, oder drei auf fünf oder Viererkette, ich weiß es nicht. Ich könnte zu dem Thema nichts Gescheites sagen. Also ich bin auch überrascht über Kaminski, dass er halt immer gespielt hat. Das muss ich auch so zugeben. Das hätte ich nicht erwartet. Aber wie gesagt, da bin ich momentan noch völlig planlos. Und damit würde ich mich tatsächlich jetzt auch die nächsten Tage beschäftigen. Aber wir haben ja auch nur die Chance, zweimal in der Woche beim Training zu sein. Und dann die Spiele natürlich. Da kann man ja dann auch zumindest die beobachten, die spielen. Also wie gesagt, ich bin da völlig plan- und ratlos und überlasse das dem Frank. Ja, aber wie gesagt, wenn man Leeds guckt, das war der letzte Test, da wird ja kein Habe ich Trainer, nicht gesehen. da wird ja Habe ich nicht. kein, da wird ja, aber da wird ja kein Trainer mehr auf einmal anfangen Nein, noch das zu stimmt. testen. Und deshalb die Aufstellung von Leeds, die ist für mich maßgebend. Und zumal er auch gar nicht durchgewechselt hat oder sonst was gemacht hat, sondern die alle Schatz durchspielen lassen. Und von daher gehe ich dann davon aus, dass 8 bis 9, 10 Spieler dann auch gegen Braunschweig aus dieser Formation auflaufen. Und nochmal zu hinten, also wer definitiv gesetzt ist, glaube ich, ist der Kallas, weil der macht eigentlich einen sehr stabilen Eindruck. Also da gehe ich auch ganz fest davon aus. Und da Ron Torben Hoffmann im Tor gewesen ist, gehe ich davon aus, dass auch er die Nummer 1 sein wird, auch wenn Hegren dann sauer sein sollte. Und auch bei Hegren schließe ich da noch nicht mal aus, dass er dann vielleicht sogar noch mal dann einen Vereinswechsel favorisieren will, weil er hat in Mittersiel uns schon den Eindruck vermittelt, er will eine faire Chance haben, und wenn er glaubt, dass er die nicht bekommen hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er sagt, nee, ich bin mir zu schade, jetzt wieder auf der Bank zu sitzen. In Maasmechelen habe ich jetzt ein halbes Jahr wenigstens spielen können und ich will weiter spielen. Und dass sich dann da vielleicht auch auf dieser Position noch mal was tun wird. Müsste sich eigentlich auch was tun, zumindest in meinen Augen jetzt, weil ich glaube, wenn man Langer und Potlech, also Potlech sehe ich, wenn dann eh erst auf Perspektive, also nicht in diesem Jahr eigentlich, sondern auf Perspektive wirklich gedacht, eben dann als Nummer 1, 2, was auch immer es dann am Ende werden wird. Ich meine, gut, man kann Michael Langer nicht vorwerfen, dass er letztes Jahr schlecht gespielt hätte. Also wäre jetzt zumindest, also einer, wo ich sagen würde, dem würde ich das jetzt nicht direkt vorwerfen, dass er letztes Jahr schlechte Leistungen gezeigt hat. Allerdings, ob er auf Perspektive mit seinem Alter sich noch eine Nummer-2-Position, beziehungsweise wenn sich Hoffmann verletzen sollte, nochmal Stammtorwart Genau. antun möchte, ist dann auch immer noch ein anderes Ja. Paar Schuhe in dem, in Nein, der Hinsicht. langer ist der Vertrag nur verlängert worden, eben als wirklich als Backup, wenn es wirklich da im Tor Probleme gibt. Sonst gehe ich auch davon aus, dass sein Stammplatz eher auf der Bank sitzen wird oder auf der Tribüne. Aber es muss nicht Schlechtes sein, er ist trotzdem wichtig für die Mannschaft. Und René hat es ja heute auch gesehen, wie der die Spieler gepusht hat. Da hat er auch eine gewisse wichtige Funktion, ohne Zweifel. Aber tatsächlich auch Justin Hickerin, der imponiert mir auch. Der ist auch immer sehr laut am Ja, Training. richtig, Also ja. der schon. Ron Torben Hoffmann eigentlich auch. Also von Aber der daher. will, stimmt das? Also das glaube ich, habe ich so am Rande mitbekommen. Der will ja nur Torben genannt werden, Ja, ne? das ist ein bisschen eine kuriose Geschichte. Wir haben jetzt schon als Flachs gesagt, wir schreiben jetzt immer Ronny, dann ärgert er sich schwarz. Also Ron, den Vornamen mag er gar nicht. Warum auch immer, das hat er uns in Mittersiel verraten. Er möchte Torben genannt werden. Ja, eine Ja gut, meine schöne. Tochter hat auch einen Doppelnamen, die heißt Nelly Marie mit Bindestrich. Also es ist Ja. schon ihr richtiger Name, sie will aber auch nur Nelly genannt werden. Ja, siehst du, also. Ich ja überlege mir das aber bei Ron Torben noch, wie ich ihn dann nenne. Aber mir ist er eigentlich sehr sympathisch und von Wir daher, können es ja so machen, ne? Frank, wie so erzieherische Maßnahmen zu Hause. Wenn das Kind gut gespielt hat, ist es der Ja, Torben. Und wenn er genau. schlecht gespielt hat, ist es der Ron Torben. Genau, so können wir es handhaben. Und wenn er ganz schlecht gespielt hat, nur noch der Ronny. Das ist ganz schlimm. Ne? Ja, also warten wir mal ab, Ich also. finde das bemerkenswert. Jetzt schwenke Ne? ich mal aus dem Schalke-Kontext ein wenig raus. Bei mir denken Leute immer, ich hätte einen Doppelnamen, obwohl ich keinen Bindestrich dazwischen habe, sondern es ein normaler Zweitname ist. Ja. Das finde ich auch immer sehr interessant, wenn man dann Nachrichten bekommt, wo ich mir denke, nee, eigentlich ist das ist einfach nur ein Zweitname. Der gehört zwar irgendwo dazu, aber es ist kein Doppelname. Wie heißt du denn? Jetzt
Könnte ich dich jetzt raten lassen, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Ich habe ein. Warte mal, steht das nicht in deinem Zoom-Profil dann drin, wenn du mich schon Nee. einlädst? Nee. Nee. Das Schade. bewusst Tja, warte mal. rausgehalten. Sachen mit Anfangsbuchstabe. G. Ah, Gerd. Nee. Günther. Ja, Ja. Günther. Günther. Günther ist doch super. Ja. Grüße Naja. an alle Günther. Ja, auf jeden Fall. Nee, naja, aber wie, das finde ich dann auch immer sehr interessant, dass man dann, obwohl man keinen Bindestrich hat, wenn das irgendwo auf irgendwelchen offiziellen Dokumenten dann draufsteht, dann trotzdem Menschen denken, dass das ein Naja. Doppelname wäre. Aber Siehst du, gut. das ist wieder so investigativ hier der Podcast, dass wir gleich vielleicht noch darauf hinweisen können, dass es ja ein ganz tolles Angebot gibt. Tim, das hast du immer am Ende des Podcasts gemacht, aber vielleicht machen wir es jetzt schon mal. Wenn wir Ja. gerade schon so eben abschwelgend, Können wir auch Schalke jetzt hat's mal. machen. Mach du das. Du Okay, hast das immer dann mache gut ich gemacht. das. Dieser Text, über den wir ja gerade irgendwo auch darauf gekommen sind, das passt ja sogar eigentlich ganz gut, der sich quasi mit dem Formcheck Teil 1 heißt das gute Werk, also zumindest in Teilen. Das ist ein Text, der mit einem Plus versehen ist. Und das sind einige oder teilweise die Texte, die du und vor allem Norbert produziert, aber teilweise natürlich auch René. Und die sind Ich hinter mache einer nur Free Content. die sind hinter einer Bezahlschranke und die sorgen quasi dafür, oder das sind Texte, wo sich der Norbert und der Frank sehr viel Zeit für nehmen. Und da gibt es einen, ja, jetzt mittlerweile ist sie nicht mehr ganz so neu, weil das war vor 4 Wochen, wo sie da neu kam, wo man für 1 Euro für 4 Wochen das sich quasi probeweise durchlesen kann, was der Norbert und der Frank dann da etwas investigativer oder etwas tiefer recherchiert publizieren. Und das möchten wir euch quasi, wenn ihr da Interesse dran habt, schaut euch das gerne mal an. Das sind sehr schöne Texte, finde ich zumindest persönlich. Heute Abend kommt der nächste, dann wird das Mittelfeld unter die Lupe genommen. Ja, perfekt. Und was auch sehr wichtig ist, den Querverweis mache ich jetzt auch direkt mal, wo wir gerade schon dabei sind. Abends um 19:04 Uhr, man könnte jetzt meinen, das ist beabsichtigt, so ist es auch, kommt immer ein täglich geschriebener Newsletter. In den 3 Wochen, wo René nicht da war, habe ich das gemacht. Seit Montag macht der René das wieder. Und den kann man kostenlos, wenn ihr bei eurer Lokalzeitung oben in den Schalke-Bereich reinklickt, gibt es da so einen Banner, wo drauf steht S04 Newsletter, täglich Königsblaue News. Und da gibt es einen Button, wo jetzt anmelden drauf steht. Und dann könnt ihr einfach eure E-Mail-Adresse eintragen und erhaltet jeden Abend eine E-Mail, wo quasi das Wichtigste des Schalker Tages zusammengefasst wird und ihr alles nachlesen könnt, was quasi am heutigen Tag relevant auf Schalke war. Ich hätte es gestern fast vergessen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich habe mich daran gewöhnt, 3 Wochen lang den Newsletter nicht zu schreiben. Und dann denke ich, oh, da war doch noch was. Ja. Also hast du auch sehr gut gemacht. Danke für deine Unterstützung. Gerne. Was haben wir denn? Jetzt können wir ja wieder zurück zum sportlichen Versuchen Ja. zurückkommen. Was haben wir denn auf der Uhr? Wir haben 53 Minuten ziemlich glatt auf der Uhr. Aha. Für das ich nur 10 Minuten dabei bleiben wollte, ist es ja ganz sportlich geworden. Ja, Ja. das stimmt. Wir haben ja dann am Samstag, wenn es so bleiben sollte, dass man diese Leeds-Startelf übernimmt, zwei Spieler, die quasi auf ihren Ex-Verein in der Startelf treffen würden. Einmal der Torwart und Anton Donkor. Genau. Kann man auch irgendwie gespannt sein, wie das quasi, ob das irgendwie, ich denke nicht, dass sie gehemmt sein werden dadurch, aber trotzdem ist das ja immer irgendwie sowas Besonderes, zumindest für diese Spieler dann. Auf jeden Fall, das hat der Ron Torben auch im Trainingslager gesagt, dass das natürlich ein besonderes Spiel schon gleich am Anfang für ihn ist, sollte er im Tor stehen. Und das ist auf jeden Fall für ihn etwas, eine ganz neue Erfahrung. Und da wird er sich natürlich auch schon vorm Spiel viele Hände schütteln mit den ehemaligen Mannschaftskameraden. Das ist ganz, ganz klar. Und neu, insofern wird dieses Spiel oder besonders wird dieses Spiel eben nicht nur für Ron Torben Hoffmann sein, sondern auch für Kenan Karaman, weil er das erste Mal jetzt als Kapitän in einem Pflichtspiel für den FC Schalke 04 auflaufen wird. Und auf Karaman gibt es dann auch noch eine Besonderheit jetzt, die ja jetzt auf alle Kapitäne zutrifft. Denn es wird ja diese Regel übernommen, die die UEFA da geschaffen hat, dass nur noch der Kapitän einer Mannschaft bei strittigen Spielsituationen zum Schiedsrichter gehen darf und mit ihm diskutieren darf. Und
Diese Aufgabe muss dann jetzt auch Kenan Karaman übernehmen. Und ich habe ihn dann heute Morgen gefragt, welche anderen Spieler leiden denn darunter, dass die jetzt nicht mehr zum Schiedsrichter Lass ihn rennen Tim dürfen. raten, lass ihn Tim raten, lass ihn Tim raten. Ja, ich weiß nicht, ob er darauf kommt. Ich hätte es jetzt ja eigentlich nicht gedacht, aber wen hat er da genannt? Boah. Wer nicht mehr zu, wer Probleme hat, nicht mehr zum Schiedsrichter laufen zu dürfen. Ja. Ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Schallenberg als Sechser, so, die sind meistens relativ lautstark auf dem Feld. Also, Guck mal an, also ey. sensationell, ne? Ja, du hast recht, genau den hat er genannt. Da werde ich auch noch einen Text zu schreiben in den nächsten Tagen, wie er das so bewertet hat, diese Kapitänsgeschichte. Und in der Tat, also Ron Schallenberg sagt er, der muss sich ein bisschen am Riemen reißen. Aber Karaman sagt er auch, er geht davon aus, dass die Schiedsrichter jetzt nicht diese Regel sofort zu 100% ausfüllen werden, sondern ein klein bisschen Spielraum dann auch lassen und nicht sofort dann eine gelbe Karte zeigen, wenn jetzt ein anderer Spieler mal auf sie zurennt, dass da noch ein bisschen Fingerspitzengefühl walten wird. Aber wir werden dann sehen, wie Karaman auch diese neue Rolle ausfüllt. Denn eigentlich ist er ja nicht so ein Lautsprecher, der auch in der Öffentlichkeit mal auf den Tisch schaut, ist eher ein ruhiger Vertreter. Aber Karel Gerards wird sicher bei der Wahl auch schon was gedacht haben. Und wir werden sehen, wie sich dann diese Zusammenarbeit, diese neue Zusammenarbeit, denn auch der Mannschaftsrat ist ja ziemlich neu zusammengestellt, wie das sich dann alles entwickelt. Ja, jetzt kann ich euch beide ja mal quizzen, mal gucken, ob ihr aufgepasst habt. Ich habe gestern einen Kumpel von mir gefragt, wann denn wohl das letzte Spiel war am ersten Spieltag, dass Schalke einen Punkt geholt hat und wann das letzte Mal war, dass Schalke 3 Punkte am ersten Spieltag geholt hat. Möchte einer raten? Jetzt muss ich selber eben die Antworten einmal hier auf dem Handy wieder aufmachen, weil ich nichts Also Falsches sagen möchte. beide Szenarien, ein Punkt und Sieg. Also ein Punkt ist. Also ein Punkt ist näher dran und Sieg ist noch weiter dahinter. Deswegen frage ich nach beiden. Also ich weiß wirklich nicht mehr, weil ich bin so alt mittlerweile, ich vergesse das alles. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Einfach raten. Also ich würde sagen. Also ein Punkt, vielleicht vor 3 Jahren. Also Nee. bist du dann bei 21, Ja, 20 die ja, Saison. ja. Okay, René, was hast du? Ich würde sagen 18. 1920 war das letzte Mal ein Punkt gegen Borussia Mönchengladbach 0 zu 0. Ah, guck mal, Okay. ausgerechnet Gladbach. Und der letzte Sieg, was sagt ihr da? Also er liegt weiter zu. Ja, dann sage ich 2015 von mir aus. Hätte ich auch gesagt, 15, 16 die Saison. Tatsächlich war es 17, 18, 2 zu 0 gegen RB Leipzig am ersten Ah. Spieltag. Ah ja, stimmt, da waren sie eigentlich total, waren sie kein Favorit, aber haben sehr gut gespielt. An das Spiel kann ich mich erinnern, ja. Da gab es das letzte Mal 3 Punkte. Ja. Ist es, glaube ich, nach letztem Jahr und dann dem ersten Zweitliga-Jahr, wo man beide Male gegen Hamburg gespielt hat. Das waren alles Abendspiele, oder? Ja, Freitagabend war das, Das waren ja. alles Abendspiele, Schalke ne? hat ja diesmal ausdrücklich darum gebeten, die DFL, dass sie mal wieder ein Heimspiel haben können. Und deshalb sind sie ja froh und glücklich, dass sie jetzt mal zu Hause spielen können. Ne? Das hat ja sogar beim ersten und am letzten Spieltag geklappt. Das sind ja Ja. beides sogar Heimspiele. Ja, genau. Aber ausgerechnet Eintracht Braunschweig, da hätte ich gar nicht mitgerechnet. Also ich habe schon auf so richtige Kaliber. Ja, Aber ich möchte Braunschweig natürlich jetzt auch nicht. Nein, nein, aber das wollten sie wohl diesmal nicht. Die wollten nicht nur immer Schalke als so ein Kaliberspiel haben. Und deshalb haben sie sich jetzt mal für eben Köln gegen HSV entschieden. Von daher, ne? Das ist ja. Aber schon auffällig, wie oft Hamburg dann tatsächlich dann irgendwie auch anfangen darf, was das Ganze Ja, angeht. das ist richtig. Die waren dann vor die Jahre, ist klar. Aber HSV ist natürlich immer noch ein Name. Auch wenn sie jetzt 7 Mal es nicht geschafft haben, zurück in die Bundesliga zu kommen. Äh, Und wird auch der, so bleiben. der Name ist natürlich, der zieht immer noch. Ja, es wird schwierig. Wir haben natürlich auch Karaman heute gefragt, wen er jetzt oben erwartet. Und er sagte eben, da das Transferfenster ja noch lange auf ist bis 30. August und noch er davon ausgeht, dass sich noch im Kader von allen Mannschaften viel tun wird. Er nannte jetzt nur auch den HSV, aber sonst hat er namentlich überhaupt keinen anderen Verein genannt. Und das fällt, also die Prognosen fallen wirklich sehr schwer. Meine persönliche Meinung ist, dass wirklich sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Und ich kann mir jetzt keine Übermannschaft vorstellen,
die vielleicht schon nach dem 30. Spieltag dann aufgestiegen ist. Also da fehlt mir die Fantasie für. Ja, da halte ich gegen. Da halte ich gegen. Ich sage tatsächlich, dass Hertha und Köln da sich schon deutlich absetzen werden. So Trotz Transfersperre? fürchte ich dich. Ja, aber Ja. was heißt denn Transfersperre? Guck dir mal, wen die alles gehalten haben. Also ich bin da, also schon alleine, gut, Kaderwerte soll man sich nicht richten. Das hat nicht so viel Aussagekraft, weil dann hätte Leeds ja uns an die Wand spielen müssen und 12-0 gewinnen müssen oder sowas. Nee, ich glaube tatsächlich, dass Köln das deutlich machen wird. Ja, also ich wundere mich sehr über den Namen Köln. Wir haben heute mit anderen Kollegen auch noch darüber philosophiert, wer aufsteigen kann. Und da war auch bei allen die Meinung Köln. Und da war ich total jetzt überrascht, weil ich ja eben wegen der Transfersperre dachte, die haben gar nicht so eine Aussicht. Aber die haben genauso argumentiert wie du, René. Die sagen, die haben aber die ganze Mannschaft zusammengehalten, bis auf Ja. wenige Ausnahmen. Und von Ja. daher schätzen die Köln sehr, sehr hoch ein. Und ja. Das hat mich gewundert, aber ich lasse mich dann gerne eines Besseren belehren. Und ja, dann warten wir mal ab, ne, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das könnte wieder eine sehr interessante oder wie heißt das so schön, die verrückte zweite Liga werden. Ich glaube, das wird sich auch in diesem Jahr wieder durchsetzen. Das hat irgendwie immer sein Prozedere genommen und das könnte auch dieses Jahr der Fall sein. Ich bin auf Fortuna Düsseldorf sehr gespannt, tatsächlich auch in diesem Jahr. Klar, man hat mit Cholles einen wichtigen Spieler verloren, kann man ja auch mal, also der war ja nicht fest verpflichtet, aber man Naja. konnte ihn ja auch nicht halten. Naja. Auf die bin ich sehr gespannt. Hertha finde ich einen guten Punkt. Hamburg musst du irgendwie immer mit erwähnen, auch wenn das wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen wird, dass das dann irgendwo wieder Platz 4 oder ähnliches wird, aber ich würde sie trotzdem mit reinzählen. Das kann wieder interessant werden, was da oben passiert. Komm, sag schon Schalke auch, komm. Du, ich habe ja gesagt, Platz Top 6 wäre mein Wunschszenario. Wenn das Ja. passiert, wäre das mein Wunschszenario. Irgendwo 4 bis 6, ja, 4 vielleicht nicht unbedingt, 5, 6, das wäre gutes Szenario. Aber ich war ja nicht der Einzige von uns, der hier optimistisch war. Ich habe ja aus sowohl Frank als auch Norbert aus den ersten 4 Spielen eine zweistellige Punktzahl rausgeholt. Ja, Ja, das das stimmt. stimmt. Was auch noch wieder für die zweite Liga sprechen könnte, sind die Zuschauerzahlen. Ich habe heute einen interessanten Bericht auch gelesen durch den Abstieg jetzt von Köln. Könnte wieder das passieren, was in der letzten Saison am 22. Spieltag passiert ist, dass die zweite Liga mehr Zuschauer hat als die Bundesliga. Denn Kiel hat ja auch ein kleines Stadion, die sind aufgestiegen, Heidenheim ist drin geblieben, die haben ja alle kleine Stadien. Und das Zuschaueraufkommen in der zweiten Liga könnte sich wieder auf Rekordniveau bewegen. Und das ist natürlich dann auch beachtlich und spricht für die Zugkraft dieser Liga. Weil jeder irgendwie jeden schlagen kann. Das Na? ist ja einfach irgendwie in dieser zweiten Liga wirklich ein ungeschriebenes Gesetz, dass das passieren kann. Naja. Apropos jeder jeden schlagen kann, im Positionskampf gibt es ja noch jemanden neben Felipe Sanchez, dem einer von euch, ich weiß gar nicht, von wem der Text war, war es sogar, es war Norbert, der jemandem hinten drin einen Positionskampf einen Sieg zutrauen könnte oder so eine Lauerstellung zugeschrieben hat, Martin Wasinski. Was hältst du von ihm? Ja, ist ein junger Spieler, ein talentierter Spieler und auch ein Spieler mit einer sehr guten Einstellung. Er hat mich kämpferisch und in der Zweikampfstärke überzeugt. Und Karel Gerrards hat ihn jetzt auch gegen Twente, war es, auch mal im defensiven Mittelfeld gespielt. Auch da wäre eine Option. Und entweder, wie gesagt, als Innenverteidiger oder eben als Sechser ist er durchaus jemand, dem ich zutraue, sage ich mal ganz vorsichtig formuliert, dass er auch kurzfristig den Sprung in die Stammelf schaffen könnte. Gerade wenn vielleicht einer im Mittelfeld, der vermeintlich gesetzt ist oder auch hinten drin nicht ganz so Ja, gut reinstartet, das oder durch ja Verletzungen oder oder sowas. Sperren könnte ich mir vorstellen, dass er da eine gewisse Perspektive hat. Verletzung hoffe ich jetzt mal nicht. Das Ja, war, ist glaube ich, klar. die Geschichte war letztes Jahr auch sehr wiederkehrend immer wieder, dass Ja, bisher können sie ja zufrieden sein. Also bis auf ja. Lasme und Younes hast du ja keine jetzt, die lange ausgefallen sind. Von daher, da ist bis jetzt alles im grünen Bereich noch. Auf jeden Fall und wir hoffen auch mal, dass das so bleibt, weil ich glaube, das ist auch nie schön, wenn du dann, also
Schallmerk hat das letztes Jahr als Innenverteidiger gut gemacht, aber es kann halt, es muss ja auch nicht unbedingt Nee, funktionieren, nee, ist richtig. beispielsweise. Sowas Ja, kann ja auch durchaus gut und gerne in die Hose gehen. Ich gucke mal hier in meinen schlauen Rechner, ob ich noch irgendwas habe, was ich gerne noch abarbeiten wollen würde mit euch. Würde ansonsten euch beide nochmal fragen, ob ihr noch irgendwas habt, was ihr unbedingt loswerden ja, möchtet. einmal möchte ich natürlich loswerden, dass ich beim Spiel gegen Twente Eddie Achterberg mal wieder gesehen habe. Das ist immer schön, wenn man so jemanden trifft oder nur sieht. Wir haben ja jetzt kaum ein Wort gewechselt, weil er mit Marc Wilmots und mit Zeugwart Enrico Heil intensiv gesprochen hat. Aber das war ja natürlich auch eine Kultperson. Das war ja der Co-Trainer von Huub Stevens und war auch mal Feuerwehrmann in Schalke kurz. Der ist jetzt 77 Jahre alt, aber kann immer noch nicht vom Fußball lassen. Und er hat ja noch eine engere Beziehung zu Twente, war da auch bis zum letzten Jahr Repräsentant und ist dann immer schön, dass man solche Leute wieder trifft. Und das Zweite vielleicht noch, was mich jetzt gerade noch sehr gewundert hat, als ich die Meldung gelesen habe, dass ein ehemaliger Schalker Trainer jetzt auch wieder vor einem Karrieresprung stehen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob die Meldung jetzt schon bestätigt ist, aber Markus Weinziel soll neuer Nachwuchschef vom FC Bayern werden. Also ist unglaublich, wie Karrieren verlaufen. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, aber so ist das eben im Fußball. Es gibt übrigens noch einen Ex-Trainer von Schalke, der einen neuen Job bekommen haben soll, angeblich. Frank Kramer hat auch Kramer, einen neuen Job genau, bekommen bei der. 1899 Hoffenheim. Genau, auch der ist jetzt die Karriereleiter nochmal hoch. Aber ich weiß, da steht noch nicht fest, ob es nur interimsmäßig Ja. ist. Aber auf jeden Fall ist es erstaunlich, wenn man einmal in diesem Kreis drin ist, dann kriegt man offensichtlich immer wieder neue Jobs. Ja, das ist auch ein Phänomen in der Bundesliga. Wobei ich bei Markus Weinziel das jetzt noch eher irgendwo nachvollziehen kann. Also den sehe ich da eher noch in dieser Position bei Frank Kramer. Ja, aber der hatte vorher vor seinem Schalke-Engagement auch schon im Nachwuchs gearbeitet. Ja, Also das stimmt. Da von war auch gar daher, nicht so schlecht, ne? na, Es naja, von daher ist erstaunlich, ne? auf jeden Fall. René, ich guck dich so ein Ja. wenig an. Möchtest du noch was loswerden? Nee, also wie gesagt, ich bin ja froh, dass ich wieder da bin. Auch, also, dass es nicht geflunkert. Ich freue mich total auf auf die kommende Saison. Ich freue mich darauf, was uns alles erwarten wird. Ich bin gespannt, wie Schalke startet. Ich freue mich auf ganz viele Podcasts, die wir machen werden und hoffentlich alle sehr erfolgreich. Ich freue mich wieder darauf, wenn der Frank im Auswärtsstadion sitzt und wir nach dem Spiel unseren Talk machen mit allen Hindernissen, die wir da überwinden müssen. Genau. Volles Stadion, lautes Stadion, schlechtes Internet. Es mag, möge man uns auch verzeihen, aber die wichtigsten Infos so nach dem Spiel direkt aus dem Stadion, das ist ja schon ein Service, den wir bieten. Da freue ich mich immer drauf. Ja, also ich freue mich voll auf die neue Saison. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Und bin voll positiver Energie. Mal Sehr gucken, gut, sehr ob wir gut. uns am zweiten Spieltag über den Weg Naja, laufen, Frank. werden wir sehen dann, wie Samstagabend um 22:30 Uhr unsere Stimmungslage dann ist. Und wie sie dann Ja, danach gut. die Woche ist. Zum Glück starten wir ja mit dem Heimspiel und dann hast du ja, Frank, ordentlich was auf dem Programm, ne? Weil du ja unser Ja, Auswärtsmann bist, drei Auswärtsspiele hintereinander dann auch noch und und die alle sind ja sehr nicht weit. gerade alle um die Ecke, ne? Das Nee. ist. Aalen habe ich schon geguckt, 502 Kilometer auch von Gelsenkirchen. Ja, da war ich auch Ne? total überrascht. Bei der Auslosung habe ich dann auch gedacht, ach, Aalen, das ist ja um die Ecke. Nee, nee, das Ja. ist Aalen mit Doppel-A. Da war ich auch schon Ja. mal 2010, auch im DFB-Pokal hat Schalke 2-1 gewonnen, mit Hängen und Würgen, Torschütze des Siegtreffers Jefferson Farfán. Aber das nur am Rande. Bin mal gespannt, Frank, ob wir beide uns am zweiten Spieltag in Nürnberg begegnen Ne? werden, ob wir uns rein zufällig über den Weg laufen werden. Ich werde auf jeden Fall Bist du da? da Ja, sein, ja. okay. Ah, Tim, du hast ja ordentlich auch was auf der Brust. Dann kannst du ja verraten, dass du morgen Fackelträger. Naja, nicht. Das hatte ich in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Nein, aber du bist bei den Olympischen Spielen dabei. Ja, ich fahre Ja. morgen nach Stuttgart. Oh. Dort übernachte ich eine Nacht bei meiner Tante, die in der Nähe von Stuttgart wohnt. Und dann werde ich mir am Donnerstag einen Tag lang mal die Olympischen Spiele in Paris angucken Stark. und mal schauen, was wir da Aber die Schönes wichtigste sehen. Sportart ist ja erst ab Freitag. Dann kannst du Donnerstag ja gar nicht gucken. Der Leichtathlet spricht, Ja, der ja. Leichtathlet. Das ist Ja. natürlich tragisch. Dann wärst du lieber am Freitag gefahren. Naja, okay. Es wäre aber dann eng geworden, am Samstag wieder zu Ach Hause zu so. sein. Naja, okay. Ja. Ja Gut. gut, alles Ja, auf jeden klar. Fall viel Spaß.
Dankeschön. Genau. Ich spiele dann mal langsam die Musik ein und wir haben jetzt 50 Sekunden Zeit, um dass ich euch aus euch beiden einen Tipp für Samstagabend versuchen kann herauszukitzeln. 2-0 für Schalke. René? Ach ja, ich nutze mal die 50 Sekunden, werden jetzt gar nicht mehr 50 Sekunden sein, um da nochmal ganz tief durchzuatmen und nochmal ganz tief in mich reinzuhören. Also ich glaube tatsächlich, dass es eine knappe Nummer wird und wir mit Ach und Krach 1-0 gewinnen. Okay. Sind wir ja nicht weit auseinander, nur ein Tor. Ne? Ich bin ähnliche Richtung, würde ich sagen, wie René, 1-0, schönes Türchen von, weiß ich nicht, Musasilla trifft mal wieder, würde ich mir wünschen. In der Hinsicht bedanke ich mich bei euch beiden, wünsche euch noch einen schönen Dienstag heute ja tatsächlich mal und sage Glück auf. Glück auf. Glück auf.